Herzlich willkommen zu einzelne E-Mails versenden. Ich werde jetzt in aller Kürze der Würze, also das dauert bestimmt keine 6 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, Ihnen mal ganz kurz erklären, welche Möglichkeiten es eben beim sogenannten Einzelversand von E-Mails gibt. Ja, ganz grundsätzlich ist es dazu natürlich nötig, dass ein E-Mail-Konto bereits eingerichtet ist. Das heißt also, das E-Mail-Konto muss schon bestehen. Und wenn dieses E-Mail-Konto besteht, dann kann man eben E-Mails versenden. Und jetzt macht man eben erstmal die einzelnen E-Mails. So, die einzelnen E-Mails gibt es also eben hier zwei Möglichkeiten. Zum einen, einmal muss ich immer über die Mitglieder gehen. Das heißt, also ich klicke jetzt mal hier auf Mitglieder, Mitglieder. Wähle mir dann mein Mitglied aus, eben über die Filterfunktion. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit 1, ich öffne dieses Mitglied. Ich klicke auf die Kontakte und innerhalb der Kontakte habe ich also die Möglichkeit, pro Mitglied eben 3 verschiedene E-Mail-Adressen zu vergeben. Und ich will jetzt zum Beispiel an diese erste E-Mail-Adresse senden. Das heißt, ich klicke hier hinten auf dieses Briefkuvert drauf und dann öffnet sich eben der Standard-Mail-Client, der eben bei Ihnen eingestellt ist. Und hier können Sie E-Mails versenden. Das heißt, ab jetzt sind wir draußen von NetXP Verein. Das ist Ihr ganz normales, am PC eingestelltes E-Mail-Programm. Das ist die schnellste Variante, hier E-Mails zu versenden. Das gleiche für einzelne E-Mails gibt es aber dann auch noch in der Variante NetXP. Das heißt also, Sie klicken auf Mitglieder, wählen dann hier Ihr Mitglied wieder aus. Das heißt also, Sie nehmen jetzt zum Beispiel, markieren also dieses eine Mitglied, klicken dann unten auf Mail senden. Ui, Entschuldigung, ich habe vorher einen Fehler gemacht, ich habe umgestellt und nicht mehr zurückgestellt. Sekunde. So, Käse. Ich markiere also dieses Mitglied und klicke auf Mail senden. Und daraufhin kommt also jetzt eine neue Ansicht. Das heißt, also entweder will ich alle Mitglieder der gewählten Ansicht verwenden oder eben nur selektierte Mitglieder. Das bedeutet also hier, das Mitglied, das jetzt hier markiert ist, und dann kann ich mir eben auswählen, will ich das Ganze an jede seiner E-Mail-Adressen senden, wenn er mehrere hat, oder will ich das Ganze in der Reihenfolge erst privat, dann Arbeit, dann Zusatz versenden, oder will ich jede Einmaladresse, also das würde jetzt hier nicht zutreffen, sondern das betrifft dann später eben nur den Massenversand. Ich sage jetzt mal, an jede seiner E-Mail-Adressen versenden, klicke auf Übernehmen und daraufhin wird mir also hier oben eben das Mitglied angezeigt und ich kann also jetzt hier eben den Betreff reinschreiben, bitte, weiß ich nicht, Sand bestellen, kann ich also hier noch arbeiten, hallo. Das ist schon ein bisschen, das ist schon fast narzisstisch, was ich hier mache. Ich schicke mir an selber Mails. Bitte bestellen. So. Am Schluss kann ich, wie vorher beim Einrichten eben erwähnt, mir meine Signaturen einfügen. Ich habe also hier eine Signatur mit dem Namen Signatur. Wenn ich auf Einfügen klicke, wird das Ganze eingefügt. Das hier ist jetzt eine sogenannte E-Mail als HTML. Das heißt also, innerhalb dieser HTML-Mail habe ich also jetzt die Möglichkeit, eben verschiedene Schriftgrößen zu verwenden. Ich kann das Ganze fett machen, unterstrichen, kursiv. Was gibt es noch? Also alles Mögliche, sage ich jetzt mal. Also alles, was halt diese Symbolleiste hier oben hergibt. Sobald ich dann auf Senden klicke, wird also die E-Mail versendet. Das heißt, die wird also jetzt dem sogenannten E-Mail-Versand hinzugefügt. Zu dem kommen wir jetzt gleich dann später nochmal, vor allen Dingen bei den Massenmails. Ganz kurz sei erwähnt, ich habe also hier oben die Kommunikation und innerhalb der Kommunikation gibt es also auch einen Menüpunkt E-Mail-Versand. Wenn ich eine E-Mail sende, dann ist diese E-Mail viel zu schnell weg. Das heißt, ich möchte sie also niemals hier im E-Mail-Versand sehen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zeit geschunden. Sehen Sie, also diese E-Mail würde oder wäre jetzt gekommen und würde also ganz genauso ausschauen. Die ist also von mir gesendet an mich selbst und ja, hallo Christoph unterstrichen und so weiter, so würde die jetzt ausschauen. Eine reine Text-E-Mail, vielleicht nur ganz kurz angemerkt, gehe hier also wieder über die Mitgliederliste, klicke wieder an, Mail senden, nur selektierte
übernehmen. Wenn ich also das Ganze nur als Text sende, dann habe ich also diese Symbolleiste hier oben nicht. Mal wieder. Interessant. Da. Senden. Nur als Text. Kann senden. Wenn ich jetzt ganz schnell bin, ich bin zu langsam, dann schaut die Mail so aus. Das ist eine reine Textmail an einen einzelnen Empfänger. Und im nächsten Teil werden wir uns dann eben heute die Massenmails anschauen. Gibt es hierzu noch Fragen? Wenn ich hier von der Auswahl her, das, Sie hatten ja eben gesagt, Mail senden. Ja. Warum habe ich noch, warum das ist eigentlich für mich doppelt gemoppelt? Entweder, wenn ich hier jetzt nur alle nehme, dann brauche ich ja also oben die Mitgliederauswahl nicht haben. Ne? Das einmal, wenn ich nur sage, ich habe jetzt nur Sperr Christoph markiert. Ach so. Und will den Mail senden. Wenn Sie jetzt praktisch, okay, wenn Sie jetzt sagen, ich will ein Mitglied so ungefähr, oder? Dass nur einer hier erscheint. Ja. Genau. Dann kann ich natürlich auch sagen, Mail senden an alle Mitglieder der gewählten Ansicht. Also das ist, dann kann ich auch, dann funktioniert das genauso. Und ich kann oben, wenn ich mehrere Mailadressen habe, kann ich bei der einzelnen Person kann ich die anderen dann rausnehmen. Ja, ganz genau. Also ich kann eben die Haken, normalerweise ein Haken drin bei allen drei, wenn ich sage, ich wähle an Mail, Privat und Zusatz ganz und sage, genau. Der soll das nur privat kriegen, kann ich dann aber rausnehmen. Ganz genau, dann kann ich also mit diesen Haken hier oben, danke, kann ich also dann die Empfänger an- oder abwählen. Wobei das also mit diesem neuen Auswahlfenster eigentlich nicht mehr nötig sein sollte. Können wir uns aber dann auch nochmal bei den Massenmails, müssen wir da nochmal genauer drauf reingehen oder drauf eingehen. Ich glaube, soweit in Ordnung, oder? Jetzt, ja, okay. Jetzt kommt der Herr Lückemeier und der ist einfach zu spät. Zu spät. Sekunde. Sie haben noch eine Frage. Wenn Sie jetzt auf den Namen gingen und dann oben auf Kontakte, so wie es angefangen haben, ne? Und ja. Dann auf dieses Briefumschlagerl. Ja. Genau. Und dann haben Sie gesagt, dann kommt mein eigener Mail-Account. Ja, das war mein Fehler vorher. Sie haben mich entlarvt. Sie haben mich entlarvt, denn ich habe vorher den Account umgestellt. Auf jeder soll seine eigene E-Mail-Adresse eintragen. Ich habe bei meinem Benutzer aber keine E-Mail-Adresse eingetragen, deswegen hat er ja vorher gleich mal beim Versand gemeckert. Denn wenn ich jetzt hier einen E-Mail-Account eingestellt habe und auf diesen Brief klicke, dann kommt nicht gleich das richtige Fenster und nicht Outlook. Das war früher mal, früher in Outlook gekommen, jetzt seitdem wir das mitprotokollieren, kommt direkt dieses Mailfenster. Sie haben ich wollte jetzt da bloß nicht meckern, weil ich ja den ersten mit der Einstellung nicht mitgemacht habe, den ersten Kurs. Aber ich denke, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oder weil es kommt bei mir immer nur NetXP. Genau. Also wenn Sie im NetXP-Verein keine E-Mail-Adresse eingestellt haben, dann würde beim Einzelversand eben dieses Outlook-Fenster kommen. Aha, okay. Wenn Sie in NetXP-Verein eine E-Mail-Adresse eingestellt haben, dann kommt eben dieses direkte E-Mail-Versenden-Fenster von NetXP-Verein. Ja, okay. Dann sind wir uns schon einig. Okay. Ja,